I'm in Ring Hockey Pass! Rachel! Where's the trigger? Where are they? Where's the Joker? This is the car. Do I look like a cop? Okay, genug peinlich gemacht. Batman, das ist die Topic von heute. Immer wenn ich Leute frage beim Thema Superhelden, welchen Superhelden findet ihr denn richtig awesome? Dann ist die Antwort meistens... Batman. Naja, also eigentlich klingt's eher so... Batman. Wenn ich sie dann allerdings frage, warum, dann höre ich meistens... Er ist Batman. Aber reicht mir das als Begründung? Nope. Und deswegen fühle ich dem Ganzen heute mal ein bisschen mehr auf dem Zahn. Ist Batman wirklich so awesome? Und wenn ja, ist er besser als alle anderen Superhelden oder nicht? Willkommen bei einer neuen Folge von Nerdstuff. Setzen wir zurück in die 90er Jahre. Dank Joel Schumacher war Batman damals ziemlich tot. Cowabunga! Wenn ihr mich fragt, auch völlig zu Recht. Allerdings hat Christian Bale mit Batman Begins Batman, so finde ich das zumindest, irgendwie neues Leben eingehaucht. Und Erfolg gehabt. Irgendwelche psychotischen Ex-Freunde, auf die ich achten sollte? Oh, sie machen sich keine Vorstellung. Auch völlig zu Recht. Batman Begins war irgendwie psychologischer als irgendein Batman-Film jemals zuvor. Das Ganze hatte noch einen sehr geerdeten Ton mit einer Prise Fantasy, wodurch der ganze Film einen gewissen Creepy-Faktor hatte und das Ganze noch gewürzt und verfeinert mit einem wirklich grandiosen Cast. Aber hier soll es heute nicht um die Filme gehen, nicht um die TV-Shows und auch nicht um die Batman-Comics oder Spiele, denn es geht wirklich nur um Batman als Charakter. Und ich will damit gar nicht sagen, dass ich Batman nicht mag. Nein, ich mag Batman wirklich. Nur finde ich Batman irgendwie überbewertet. Außerdem stört euch die Lavalampe? Nervt sie euch? Ja? Gut. Was die meisten Leute an Batman wahrscheinlich mögen, ist, Batman ist einfach nur ein Badass. Und das kann ich verstehen. Und scheiß mal, das ist er ja auch. Aber ich finde, in unserer heutigen Zeit ist das bei den Superhelden nichts Besonderes mehr. Ich finde, heute die Superhelden, da ist jeder Superheld irgendwie ein Badass. Also reicht das für mich als Begründung? Nope. Und um ehrlich zu sein, ein cooles Kostüm und eine Nahkampfausbildung und Gadgets, das haben auch schon viele von seinen Superhelden-Kollegen mittlerweile. Ich weiß, bei Batman gibt's eine gewisse Metaschicht und auf die will ich jetzt eingehen. Natürlich, hinter Batman steckt viel, viel mehr als Superheld. Okay, vielleicht nicht viel mehr, aber mehr. Neben all der Nahkampfausbildung und der grimmigen Stimme und diesem düsteren Auftreten und diesem dämonenhaften Dasein und alles das, was ich niemals sein werde. Neben all dem hat Batman natürlich auch noch was anderes. Er steht für was. Er ist das Symbol Gothams. Batman steht für die Menschen, er repräsentiert die Hoffnung und er zeigt auch die Notwendigkeit Gothams Selbstjustiz. Er ist immer das, was für Gotham notwendig ist. Und das wurde zum Beispiel auch super porträtiert in der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan, meiner Meinung nach. Das Einzige, wo ich jetzt ein Aber ranhängen muss, ist... Das war's dann, finde ich, aber auch bei Batman. Also er ist das Symbol und er ist ein cooler Typ. Aber ich finde, mehr ist dann auch nicht. Und das ist auch irgendwie eine Arc, die es irgendwann zu Ende erzählt bei dieser Figur. Die gleiche Sicht habe ich nämlich übrigens auch auf Iron Man. Ja, Iron Man ist eine coole Figur und so weiter. Aber seine Arc ist irgendwann auch zu Ende erzählt. Und für viele ist es der Lieblings-Avenger, für mich nicht, denn mir ist Iron Man zu eintönig auf die Dauer. Weswegen ich solche Figuren wie zum Beispiel Spider-Man und Captain America immer solchen Figuren wie Iron Man oder Batman vorziehen werde. Ganz einfach, Spider-Man ist für mich eine Figur, die dem Leser sehr, sehr nahe steht, weil es eine Figur ist, Peter Parker, wie du und ich. Und ich finde, deswegen funktioniert Spider-Man als Figur so gut. Captain America auf der anderen Seite ist wieder was ganz anderes. Captain America hat wie Batman eine sehr, sehr große Metaebene, finde ich. Natürlich, Captain America ist das Symbol für Hoffnung, für Freiheit, so wie jeder andere Superheld eigentlich, auch wenn nicht gleich so Deadpool und der Punisher. Aber Captain America bedeutet, finde ich, noch viel, viel mehr. Er reflektiert die Vereinigten Staaten, er ist sozialkritisch, er hinterfragt Politik in seinen Comics, als Figur selber aber auch. Und das finde ich so klasse an Captain America. Und ich finde, mit sowas kann zum Beispiel Batman einfach nicht mithalten. Und zudem, finde ich, hat Captain America einer der tragischsten Backstreet Boys. Backstories. Entschuldigung.
Aber bevor ihr jetzt anfangt, in die Kommentare zu schreiben, nein, du hast doch überhaupt keine Ahnung von Superhelden und Batman ist der geilste Superheld ever, hört zu, was ich noch zu sagen habe. Batman mag für mich nicht der coolste Superheld sein, aber ich finde, Batman hat einige der besten Superhelden-Stories, die jemals verfasst wurden. The Dark Knight Returns hat absolut Geschichte geschrieben. Batman Under the Red Hood. Die Skripte von den Nolan-Filmen, das sind unfassbar gute Stories, finde ich. Jetzt kommt allerdings die Frage, warum? Meiner Meinung nach nicht wegen Batman, sondern wegen den Figuren, mit denen Batman in diesen Stories ganz einfach konfrontiert wird. Und meistens sind das halt die Gegner bei Batman. Ich finde, da kann man wirklich sagen, was man will, aber Batman hat die besten Comic-Gegner, ganz einfach. Scarecrow, Bane, Red Hood, Two-Face, der Riddler, Catwoman und nicht zu vergessen, der großartige Joker. Das sind, finde ich, alle super Figuren, die aber auch alle gleichzeitig eine wirklich tolle Beziehung zu Bruce Wayne oder Batman aufweisen. Und gerade deswegen, das noch gepaart mit diesen sehr Thriller-esken Plots und Handlungen, finde ich, deswegen machen die Stories von Batman so viel Spaß. Nicht wegen Batman, wegen seinen Antagonisten. Kommt ein neuer Batman-Film raus, werde ich der Erste sein, der nicht sagt, okay, Batman, cool, sondern ich bin gespannt, welche Antagonistin in diesem Film zu sehen sein wird. Und ich glaube, deswegen wird auch Batman wie Superman Dawn of Justice so ein großes Ding werden, weil es kein Solo-Batman-Film ist, sondern Batman hier mit Superman und Wonder Woman interagiert. Deswegen würde ich sogar sagen, ja, Batman ist einer der wenigen Superhelden, die sich nicht über sich selbst definieren, sondern über seine Antagonisten. Jetzt wieder im Gegensatz zu Spider-Man. Spider-Man, finde ich, definiert sich komplett über sich selbst. Wohingegen Spider-Mans Antagonisten, okay, also wir haben Venom und Carnage und vielleicht noch den Grünen Kobold. Aber das war's dann auch. Aber, und alles in allem, muss ich wahrscheinlich aber auch sagen, kommt es immer darauf an, mit welchem Superhelden man aufwächst. Ich bin mit Spider-Man und den X-Men aufgewachsen, andere Leute mit Batman, andere Leute mit Superman, andere Leute wieder mit den Watchmen, was ich nicht hoffe, weil Watchmen nichts für Kinder ist. Aber ich hoffe, ihr konntet jetzt verstehen, wieso ich Batman als Superheld überbewertet finde irgendwie. Und ich finde, es gibt viele Superhelden, die irgendwie cooler sind als Batman. Deadpool, The Punisher, Rorschach, Spider-Man, Wolverine? Das ist nur meine Meinung. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr Batman richtig awesome findet oder ob ihr das so ähnlich seht wie ich. Würde mich mal wirklich interessieren. Das war's von mir. Macht's gut. Ich bin euer Mutantix8. Bis dann. Ciao.